Es folgen zwei Hauptsätze der Thermodynamik. Der erste Hauptsatz lautet: In einem abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie im Laufe der Zeit konstant. Mechanische Arbeit kann vollständig in Wärme umgewandelt werden. Zum Beispiel bei einem Pendel: Im Laufe der Zeit wird die mechanische Pendelenergie sich durch Reibungen vollständig in Wärmeenergie umwandeln und letztendlich pendelt diese Kugel dann nicht mehr. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik lautet: Wärme kann nicht vollständig in Arbeit umgewandelt werden, zum Beispiel bei diesem Wägelchen. Diese Wärme wird nicht vollständig in mechanische Arbeit umgewandelt, denn bei diesen Bewegungen geht Wärme in Form von Reibungen verloren. Wärme geht jedoch von selbst von warm zu kalt, nie andersherum. Ähnlich wie bei der Lageenergie eines Balles: Die Lageenergie des Balles geht automatisch von der größeren Energie zur kleineren Energie, nicht andersrum. Auch in einem Stromkreis: Der Strom fließt automatisch vom höheren Potential hin zum kleineren Potential. Und so ist es auch in der Wärmelehre: Wärme geht automatisch von warm zu kalt, nicht andersherum. Allgemein kann man sagen, die Natur neigt zu einem Energieausgleich.